So, wo bist du Bastard? Ach so, da unten war das ja erst. So, dann stellen wir ihn mal zur Rede, wenn er noch da ist. Ne, natürlich nicht. Ne? Ey, wo ist denn das? Hat er das jetzt schon wieder runtergefahren, die Drecksau? Alter! Er ist nicht mehr da. Da steht da hinten auf der anderen Seite. Warum ist denn das Ding jetzt wieder unten? Wir haben das doch gerade hochgefahren, oder bin ich jetzt bescheuert, ey? Ach, Mann. Komm, wir springen runter. Oh, oh. Ey, das war keine gute Idee. Oh, Mann, ich dachte, das würde man überleben. Verdammte Scheiße. Gleich Kotze. Das ist natürlich mies. Und dann noch unnötig abgenibbelt. Ah, Mann, ey. Das war also doch höher, als ich gedacht habe. Weil wir hatten mal den Sprung überlebt runter zum Riesen, aber das war nicht aus dieser Höhe. Mist. Ja, komm, lass mich doch einfach nur in Ruhe, ey, Mann. Ja, die Glut haben wir wieder gefunden, die wir gerade verloren haben. Ich hoffe, jetzt kommt uns hier keiner nach. Hey, was? Was hat denn der denn da runtergefahren? Das da oben ist ja noch da. Kommen wir jetzt nicht mehr da drüber, oder was? Echt komisch. So. Weil, wie kommen wir da wieder hoch? Das geht ja nicht. Das Ding fährt nicht hoch. Aber es waren doch nur zwei Schalter und Hebel. Och Mann. Er kann. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn dieser Pissnel-Kerl jetzt? Wie hatten der das? Der muss das doch von dort oben gefahren haben. Fällt mir mal gerade so ein. Rein theoretisch müsste er das von dort oben gefahren haben. Weil. Er war ja nicht unten am Hebel. Er hat ja dort oben gestanden. Dann müssen wir oben nochmal gucken, ob wir so einen Hebel übersehen haben. Wenn nicht, ist mir jetzt scheißegal. Dann lassen wir das. Mann. Nervt mich schon ein bisschen, dass das gerade so verlaufen ist. Ich hoffe, der Ritter sieht uns jetzt nicht. Ich will nicht unbedingt wieder in dem engen Raum gegen den blocken. Weil, ja. Wir haben ja ein bisschen reduzierte Energie. Obwohl, wir könnten eine Glut, könnten wir uns reinpfeifen, kommen. Ist egal. Haben ja genug. So ist es ja nicht, daran soll es nicht scheitern. Aber ich will jetzt wissen, was es mit dem Typen auf sich hat. Und ob der muss ja irgendwo. Muss irgendwo einen Hebel hier gehabt haben. Gibt's ja nicht. Da hinten ist auf jeden Fall mal unsere Seelen sind schon mal da von unserem Selbstmordkommando. Was ist denn dort hinten? Steht der dort hinten? Nee, das sind andere Gegner, ne? Aber ich sehe hier auch keinen Hebel. Gerade. Wenn der hier gestanden hat. Ja. Muss doch irgendwo ein Hebel hier gewesen sein. Ist aber nicht. Okay. Ja, dann habe ich keine Ahnung, wie man nochmal darüber kommen will. Ehrlich nicht. Das ist auch gerade ein bisschen nervig. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das Ding hier. Nein! Och, das ist nicht euer Ernst. Fassungslos. Fassungslos, Leute. Ich bin einfach nur noch fassungslos. Ich glaube, es wird Zeit aufzuhören für heute. Ah.
Kotzen könnte ich kotzen. Astora und Horace. Wo haben wir die getroffen? Wir holen jetzt unsere Seelen, unsere Gottverdammten. Die werden ja bald... Oh Gott! Auf mit der Scheiße, du Penner! Zieh! Nee, brauchen wir nicht. Das Ding ist unten. Warum sind das jetzt unten? Achso, wir haben es gleich runterfahren lassen anscheinend. Ich will nur meine Seelen und dann will ich hier verpissen mich. Hier ist ja auch so ein Knüppel. Da kann man aber nur den Fahrstuhl wieder hochrufen, glaube ich. Lass mir einfach nur meine Seelen und dann hier weg. Keine Ahnung, was die Scheiße hier sein soll. Und vor allem frage ich mich, wie man dann zu Rosaria kommen möchte. Wenn der Penner hier... Weil hier rüber... Ja, hier rüber geht ja auch nicht. Da haben wir gar nichts zum Hochfahren. Hm. Oh, keine Ahnung, ey. Ohne Witze. Komisch. So, wir reisen dann mal kurz zum Feuerbandschrein. Und gucken, was wir dort so gefunden haben. Beziehungsweise... wie heißt's? Ob wir da jetzt mit Horace oder so sprechen können oder Astora. Horace ist ja eigentlich tot. Aber da sind sie beide. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Okay. Ja, genau, das ist auch mein Ziel jetzt. Aber es redet immer noch so wenig mit uns. Was hat denn der überhaupt in der Hand? Nix. Gut. Jetzt könnten wir hingehen. Und reisen hier in die Halbfeste. Da waren sie ja vorher. Es kann sein, dass die jetzt wieder da sind. Ich weiß es nicht genau. Ob man nochmal mit denen reden muss. Und dann machen wir das noch. Ich glaube, die Festung dort leer räumen oder so. Könnten wir doch machen. Da haben wir ja, das war ja noch das Teil, das uns gefehlt hat. Ja, da ist niemand mehr. Und dort noch ein bisschen Loot abgrasen. Das Schwert ist mir echt zu schwach, ey. Da holen wir... Oh, 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 oh. Lieber den hier. Er macht nämlich One-Hits und verbraucht kaum Zauberkraft. Das ist gut. So, was müssen wir hier eigentlich noch machen? Wenn wir mal jetzt so überlegen, dann war das eigentlich nicht wirklich viel. Außer nur noch das Zeug in der Festung, ne? So, sehe ein Großschwert für dort unten. Die, dann können wir hier Massenvernichtung wieder machen. Bumm! Yeah! So. So soll das eigentlich laufen. Wenn man einen Plan hat. Dich lassen wir leben, du interessierst uns nicht. Und die zwei holen wir auch noch weg. Oh, oh. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Ruhe. Ziehen uns jetzt die Glut rein, denn da drin will ich ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier die Caster scheiße gegen die Glut ist. Doch. Gegen die normalen Gegner schon. Aber da ist alles gut anscheinend gegen die.
Oh, oh. Ja, werde ich weggesteckert, wenn ich nicht aufpasse. Zack. Oh ja, drei auf einen Streich. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, oh. Mal weg da. Zack. Immer schön in die Falle laufen lassen, dass dieser Penner hier alleine noch da steht, nur noch. Boah. Das ist nämlich ein kleiner Fressersack. Aua. Keine Ausdauer mehr gehabt. Ja, weil er eben Caster ist, ne? Der frisst ein bisschen mehr. Stab des Ketzers. Okay. Den haben wir schon mal gesichert. Aha. Ja, die Caster, die fressen ein paar Treffer. Vor allem im Zauberei ist nicht so wirklich effektiv gegen die. Ist, weil sie eben diese gottgegebene Resistenz haben. Oder was auch immer hier über die Wesen wacht. Ja. Herrlich. Sehr gut. Hat geklappt, so wie es soll. Oh, ein Lizard. Yeah. Kristallner Edelstein. Nehmen wir natürlich gerne mit. Wie alles. Das war die Chance bekommen mitzunehmen, holen wir natürlich auch mit. So. Das hier ist saufies von mir. Aber jetzt der Caster dort oben, der frisst wahrscheinlich ewig viel Treffer. Und der kann auch runtercasten und der hat auch böse Zaubersprüche. Deswegen geben wir dem jetzt einen Schuss. Das war gut. Und jetzt gehen wir hoch zu dem. Wow, Seelensperre. Feuert der. So, jetzt nützt ihn seine Ausdauer auch nichts mehr. Jetzt ist er nämlich gescheitert. So, da unten ist noch ein Item. Das holen wir mit. Und ziehen uns mal einen Asche-Estus rein. Yeah. Ring der Opferung. Ja, das ist schon mal nice. Das freut mich sowas. So, und da ist der Caster. Okay, dann brauchen wir nämlich nur noch hier rüber zu laufen. Oder warte mal, wo ist denn das? Ne, das ist nicht hier gewesen. Krieger schlafen voraus. Okay, da sollen sie doch schlafen. Schlafende Krieger soll man nicht wecken. Hier oben, glaube ich, war es dann. Ah ja, genau, hier rüber. Da kommen wir nämlich über diesen Trampelpfad. Und können dann hier noch looten. Und jetzt sollten wir eigentlich soweit im Sumpf alles haben. Goldfalkenschild, okay. Hatten wir sicherlich schon. Und ich meine, wir haben den Sumpf jetzt vollständig abgegrast. Hoffe ich mal. Ich werde nämlich jetzt nicht mehr hierhin zurückkehren. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar hier unten. Dann kommen wir in den anderen Sumpf. In den Sumpf von Fachon. Und da kommen wir, da nähern wir uns dem ersten, wie heißt's? Fürsten. Pflanzen wir uns mal kurz hier ans Leuchtfeuer auch ran. Und gucken weiter. Ja, bleiben wir mal beim großen, schweren Seelenpfeil. Das ist natürlich Pfeil. So.